Ein Todesopfer, 5 schwer und 2 leicht Verletzte sowie Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro meldet die Autobahnpolizei nach einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 5.50 Uhr auf der A1 nahe den Gemeinden Barkum und Emsteg ereignet hat. Der Auflieger eines Tanklastzugs aus dem Kreis Hamburg war auf die Seite gekippt, als der 55 Jahre alte Fahrer einem in die rechte Fahrbahn hineinragenden PKW ausweichen wollte. Ein 45-jähriger Autofahrer, der mit seinem Wagen auf die Zugmaschine prallte, erlitt schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.